to be stubborn with your dream, but to be flexible on how you get there. And music is kind of a living thing, and it is different from one day to the next. When I'm feeling like I'm not making anything cool, I just make it anyway. A year later, I'll pick it up and play it. I'm like, oh, wow, this is a really cool song. It was all in my head. I always tell people that feel like, oh, man, I sound bad right now, or I can't write any good songs. Trust yourself and your creativity. Just keep going. Stur an einem Traum festhalten, aber flexibel in der Umsetzung sein. Das ist der beste Rat, den der Saxophonist Kamasi Washington im Laufe seiner Karriere bekommt. Das erzählt er hier im Gespräch mit Spotify. Und für ihn, da funktioniert das auch ganz gut. Als Sideman, Bandleader und Arrangeur macht er sich seit Jahren einen Namen. Er ist einer von den Artists, denen wir zu verdanken haben, dass Jazz nicht mehr nur was für ältere Männer mit Zigarre ist, sondern dass sich auch junge Leute dafür begeistern. Jetzt hat er ein neues Album bzw. ein neues Jazz-Epos angekündigt und davon gibt's jetzt schon, ja, sozusagen den Prolog zu hören. Prologue heißt unser Song des Tages, kommt von Kamasi Washington. Hier ist der Popfilter am Mittwoch, den 13. März und ich bin Marie Einter. Hi! Fearless Movement heißt das neue Album von Kamasi Washington und dahinter steht folgende These, ja, bleib bei mir, es wird ein bisschen wild, wir seien alle als elastische Wesen geboren. Wenn man allerdings nicht in Bewegung bleibt, verliere man diese körperliche Eigenschaft. Alles klar, ja, das klingt ein bisschen esoterisch, aber so weit hergeholt ist es gar nicht. Denn ihm geht's vor allem darum, Tanzen ins Zentrum der Albumaufnahme zu stellen. Aber das sollte man nicht zu wortwörtlich nehmen, sagt er. Tanz ist Bewegung und Ausdruck und in gewisser Weise ist es das Gleiche wie Musik. Man drückt seinen Geist durch seinen Körper aus. Das kann ich schon eher verstehen. Dieser Ethos, der treibt das Album an. Im Video zu Prologue, da ist das Thema allerdings dann doch ganz wortwörtlich umgesetzt. Verschiedene TänzerInnen bewegen sich da mal ganz, ja, einzeln oder als Gruppe. Das könnt ihr jetzt hier zwar nicht sehen, aber hört am besten trotzdem mal rein. Kamasi Washington, der bekommt die Musik, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt. Sein Vater ist nämlich der Saxophonist Ricky Washington. Er wächst in Kalifornien auf, spielt schon als Kind diverse Instrumente und mit 13, da entscheidet er sich dann, ja, wie sein Vater, für das Saxophon. 2004 veröffentlicht er dann mit seinem Kindheitsfreund Stephen Thundercat Bruner unter dem Namen Young Jazz Giants ein Album. Kamasi Washington, der spielt auch auf Platten von Flying Lotus und auf Kendrick Lamars vielgelobtem Album To Pimp a Butterfly. Sein erstes eigenes Studioalbum erscheint dann 2015, das heißt The Epic und damals ist sein Motto, ja, klotzen, nicht kleckern. The Epic ist nämlich fast 3 Stunden lang und wird von einer 10-köpfigen Band, einem 32-köpfigen Orchester und einem 10-köpfigen Chor gespielt. Mehr ist da auf alle Fälle mehr. Sein künftiges Album als Bandleader, Fearless Movement, klingt immer noch sehr gewaltig, aber schon ein ganzes Stück rhythmischer. Denn dieses Mal, da holt er Rap und eben Tanz dazu. Der Beat von Prologue, der ist auf jeden Fall on fire. Und das Tempo, naja, ich sag mal, das ist halsbrecherisch. Hört mal selbst, hier ist Kamasi Washington mit Prologue, unser Song des Tages hier im Popfilter.
Kamasi Washington mit Prologue. Normalerweise spielen wir die Songs hier ja komplett aus, aber Prologue ist über 8 Minuten lang. Da haben wir uns mal erlaubt, ein bisschen zu kürzen. Bitte vergibt uns. Der Song, der wird auch auf Kamasis neuem Album zu hören sein. Fearless Movement heißt das, wie gesagt, und es kommt am 3. Mai raus. Ihr habt's bis zum Ende der Folge geschafft. Beteiligt an dessen Entstehung waren Anke Behlert, Stanley Baldauf und ich. Marietta, mein Name. Ich sag danke fürs Zuhören und bis morgen.